Im Laufe der Geschichte gab es eine Handvoll Gelegenheiten, bei denen sich die am dümmsten klingenden Ideen als absoluter Geniestreich entpuppten. Einige dieser scheinbar dummen Pläne und Strategien haben letztlich in Schlachten das Blatt gewendet und sogar die Orte, an denen sie auftraten, dauerhaft verändert. Schnall dich also in deine Zeitmaschine, während wir einige historische Ideen erforschen, die so dumm und lächerlich waren, dass sie tatsächlich klug waren. Nummer 10. Bluffbrücke. Jeder Pokerspieler weiß, das Problem beim Bluffen ist, dass es nicht immer funktioniert. Doch im November 1805 gingen die französischen Kommandeure Jean Lannes und Joachim Murat bei einem der größten Bluffs aller Zeiten all in. Lannes und Murat führten Frankreich bei der Offensive nach Österreich an und kamen an die Taborbrücke, die unter schwerer feindlicher Kontrolle stand. Doch anstatt den Schwanz einzuziehen, schlenderten Lannes und Murat über die Brücke und lachten laut darüber, wie glücklich sie waren, dass die französische und die österreichisch-russische Armee endlich einen Friedensvertrag unterzeichnet hatten. Einen Friedensvertrag, den es in Wirklichkeit gar nicht gab. Erstaunlicherweise kauften die österreichischen Beamten die Geschichte ab und ließen sie auf die Brücke. Aber ein österreichischer Unteroffizier vermutete eine List und zündete Sprengstoff an. Lannes löschte die Lunte, bevor sie den Sprengstoff zündete, und setzte sich eingebildet auf eine Kanone, rauchte seine Pfeife und beschimpfte den Feldwebel für seine Taten. Schließlich waren alle dem listigen Charme der Kommandanten verfallen und die Österreicher übergaben die Brücke im Vertrauen auf den nicht vorhandenen Waffenstillstand an die Franzosen. Schlechter Zug. Innerhalb eines Monats erwies sich die Brücke als entscheidender Vorteil für die Franzosen, die sie überquerten, als sie in Wien einmarschierten und den österreichisch-russischen Widerstand zerschlugen. Ich vermute, dass die Österreicher danach ein paar Vertrauensprobleme hatten. Nummer 9. West Virginias Kaper des Kalten Krieges. 1977 stieß die winzige isolierte Gemeinde Vulkan, West Virginia, auf ein ungewöhnliches Problem mit einer noch merkwürdigeren Lösung. Die klapprige Brücke, die die einzige Möglichkeit bog, die Stadt sicher zu betreten und zu verlassen, war zusammengebrochen und die Regierung des Bundesstaates weigerte sich, sich für Reparaturen zur Verfügung zu stellen. So schrieb Vulkan auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges einen Brief, in dem er um ausländische Hilfe von Amerikas Feinden im kommunistischen Ostdeutschland und der Sowjetunion bat. Russische Journalisten witterten eine Gelegenheit, die amerikanische Regierung zu beschämen und wurden sofort entsandt, um die Bewohner Vulkans zu interviewen und ihre Geschichte der Welt mitzuteilen. Da die Peinlichkeit der kommunistischen Hilfe unmittelbar bevorstand, stellte die Regierung des Bundesstaates West Virginia schließlich 1,3 Millionen Dollar für den Bau der Brücke zur Verfügung. Der raffiniert dumme Bluff der Bewohner von Vulkan funktionierte wie ein Zauberspruch und bewies, dass es manchmal wirklich funktioniert, mit dem Feind zu schlafen. Nummer 8. Eine Ablenkung aus der Luft. In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs brach die US-Armee auf, um Kriegsgefangene aus einem brutalen japanischen Internierungslager auf den Philippinen zu retten. Ihre Erfolgschancen waren unglaublich gering, wenn man bedenkt, wie brutal die Japaner mit ihren Gefangenen umgingen. Beim geringsten Alarm könnten die Japaner ohne zu zögern alle Kriegsgefangenen abschlachten. Das bedeutete, dass die US-Armee groß und nun ja lächerlich denken musste. Schließlich entschied man sich für einen Plan. Man würde die Gefangenen retten, indem man eine nächtliche Flugschau veranstaltete. Klingt verrückt, nicht wahr? Nun, als die Nacht hereinbrach, schwebte der amerikanische Pilot einer P-61 Black Widow über dem Lager, drehte und wirbelte sich in der Luft zur verblüfften Verwunderung der japanischen Soldaten. Während die Japaner durch die Luftakrobatik abgelenkt waren, schlichen sich US-amerikanische und philippinische Soldaten in das Lager. Als das Signal gegeben wurde, starteten die Alliierten ihren Angriff, wobei sie Berichten zufolge jeden Kontrollturm und jede Bunkerkiste im Lager innerhalb von 15 Sekunden zerstörten und die japanischen Soldaten auslöschten. Dank der improvisierten Flugshow der US-Luftwaffe konnten über 500 Gefangene aus dem Lager gerettet und in Sicherheit gebracht werden. Nummer 7. Bombenflieger. Die US-Luftwaffe waren nicht die einzigen furchtlosen Helden des Himmels im Zweiten Weltkrieg. Die britischen Piloten waren es auch und bewiesen 1944, als die Deutschen die fliegende Bombe V1 entwickelten, ihren Mut. Diese frühe Form eines Marschflugkörpers konnte auf einen Ort wie London gerichtet und ohne die Notwendigkeit eines Piloten gestartet werden. Jede V1 erhielt genau die Treibstoffmenge, mit der sie ihr Ziel erreichen konnte, und wenn ihr der Treibstoff ausging, stürzte sie zu Boden und explodierte. Doch der britischen Royal
Royal Air Force gelang es, eine überraschende Schwäche für diese enorm zerstörerischen Waffen zu finden. Flugzeuge wurden ausgeflogen, um die Bomben abzufangen und sie außer Gefecht zu setzen, indem sie mit ihren Flügeln gegen sie stießen. Auf diese Weise gelang es den britischen Piloten, den Luftstrom über den Flügeln der Bomben zu unterbrechen, wodurch sie die Kontrolle verloren und abstürzten, bevor sie ihr Ziel erreichen konnten. Auch Sperrballone schlossen sich der Gruppe an, die riesige Stahlseile in die Luft schleppten, an denen vorbeifliegende Flugzeuge und Bomber hängen blieben. Wenn man bedenkt, dass uns heute etwas so Einfaches wie ein Bottle Flip beeindruckt, was sagen wir dann zu dem WW2-Trend des Bombenschleuderns? Das ist TikTok-würdig. So gefährlich die Praxis des Bombenschwenks für die beteiligten Piloten auch war, sie war ein unerwarteter Erfolg und nutzte eine der wenigen Schwachstellen in einer ansonsten tödlichen deutschen Waffe aus. Nummer 6. Big Bills Bierflaschen. Manche Leute lieben einfach eine Schlägerei und keiner mehr als Sergeant Bill Speakman, ein Soldat aus Altrincham, England, der im Koreakrieg gekämpft hat. Sergeant Speakman oder Big Bill, wie er dank seiner großen Statur liebevoll genannt wurde, wurde für eine unglaubliche Kriegsepisode so etwas wie eine militärische Berühmtheit. Im November 1951 verteidigte Bills Bataillon eine Stellung in Korea, als es von 6000 feindlichen Soldaten belagert wurde. Big Bill hatte keine Zeit, sich ein Gewehr zu schnappen und lud stattdessen seine Taschen mit Granaten auf. Nach mehreren Hin- und Herläufen, in denen feindliche Soldaten mit Granaten pulverisiert wurden, gingen die Vorräte zur Neige. Doch in der Hitze des Gefechts machte Bill einen neuen Plan. Er setzte auf Bierflaschen und ein paar Konservendosen. Mit ungewöhnlichen Geschossen in der Hand führte Bill zusammen mit einigen anderen einen Angriff an, bei dem er wie ein Haufen geistesgestörter Lebensmitteleinkäufer Gewalt mit Flaschen und Dosen anrichtete. Bill kämpfte 4 Stunden am Stück und machte nur eine Pause, als er sich Verletzungen an Knie und Schulter zuzog. Das hielt ihn jedoch nicht auf. Als der behandelnde Arzt ihm den Rücken zugewandt hatte, stürzte sich Bill sofort wieder in den Kampf. Die schiere Wut und der Einfallsreichtum von Big Bills Schlachtangriff reichten aus, um die Linie lange genug für einen sicheren Rückzug zu halten. Bei seiner schließlichen Rückkehr nach England wurde Bill von König George VI. Mit dem Victoria-Kreuz, der höchsten Auszeichnung des britischen Ehrensystems, ausgezeichnet. Er war zu diesem Zeitpunkt erst 24 Jahre alt. Sollte es eine Geschichte über Bier und Engländer Mitte 20 geben, die es mit der von Bill aufnehmen kann, habe ich sie jedenfalls noch nicht gehört. Nummer 5. Auf Sieg drehen. Von allen dumm riskanten Verteidigungstaktiken, die von Kriegspiloten im Laufe der Geschichte angewandt wurden, müssen die Aktionen von Robert Klingman die verrücktesten sein. Klingman war ein amerikanischer Pilot, der während des Zweiten Weltkriegs im Pazifik diente. Als ein japanisches Aufklärungsflugzeug am Himmel über dem Flugzeugträger gesichtet wurde, auf dem Klingman stationiert war, sprangen er und mehrere andere in Kampfflugzeuge, um sie abzuschießen. Bei einem Ausweichversuch begann der japanische Pilot in extreme Höhen zu fliegen, wobei er auf die Fähigkeit der in Japan hergestellten Flugzeuge vertraute, extremen Höhen standzuhalten. Es dauerte nicht lange, bis alle amerikanischen Piloten mit Ausnahme von Klingman gezwungen waren, wieder zum Boden zurückzukehren, als die Höhe ihre Triebwerke zu töten begann. Mit der Zeit gegen ihn musste Klingman handeln, aber seine Geschütze waren eingefroren. Am Rande des Scheiterns hatte Klingman eine verrückte Idee. Er begann, das feindliche Flugzeug zu rammen, wobei er seinen Propeller benutzte, um Stücke aus dem Flugzeug herauszuschneiden. Schließlich gelang es ihm, das Seitenruder des gegnerischen Flugzeugs zu durchtrennen und den japanischen Piloten auf eine Todesspirale von 38.000 Fuß ins Meer zu schicken. Bemerkenswerterweise erlitt Klingmans Flugzeug nur minimalen Schaden und es gelang ihm, sicher zu landen, um von seinen unglaublichen Heldentaten oben in der Stratosphäre zu berichten. Nummer 4. Schuhe eines Schmugglers. Zwischen 1920 und 1933 verbot die amerikanische Regierung den Verkauf und Konsum von Alkohol in den gesamten USA. Aber die amerikanische Öffentlichkeit ließ sich nicht von ein paar lausigen alten Gesetzen davon abhalten, Alkohol zu trinken. So begannen viele Menschen, ihren eigenen Alkohol herzustellen und zu vertreiben, eine Praxis, die als Schmuggel bekannt ist. Das war natürlich höchst illegal und die Spuren zu verwischen war für jeden Schmuggler, der nicht erwischt werden wollte, unerlässlich. Um die Behörden in Schach zu halten, begannen die Schmuggler also, Kuhschuhe zu tragen. Dabei handelte es sich um Metallstreifen, die an Holzblöcken befestigt waren, die so geschnitzt waren, dass sie wie Kuhhufe aussahen. Diese wurden dann einfach unter ein paar Schuhe geschnallt. Da Schmuggler ihre Brau- und Destillierausrüstung gewöhnlich an abgelegenen Orten aufbewahrten, konnten menschliche Schuhabdrücke, falls sie entdeckt würden, die Behörden auf verdächtige Aktivitäten aufmerksam machen.
Doch das Tragen von Kuhschuhen bedeutete stattdessen, Tierspuren zu hinterlassen, jeglichen Verdacht auf menschliche Aktivitäten in der Gegend zu zerstreuen und die Beamten im Falle einer Verfolgung zu verwirren. In der Ära der Prohibition mag es Kuhschuhe gegeben haben, aber heute haben wir Bierhände. Lass mich in den Kommentaren unten wissen, was merkwürdiger ist. Nummer 3. Die große Kartoffelschlacht. Eines Nachts im Zweiten Weltkrieg, mitten im Pazifik, spielte die Kartoffel eine Rolle in der Geschichte, die niemand je erwartet hätte. Die Rolle der tödlichen Waffe. Nachdem eines Abends im Jahr 1943 ein japanisches U-Boot gesichtet wurde, trat ein Zerstörungsschiff namens USS O'Bannon in Aktion. Ursprünglich wollte die Besatzung das U-Boot rammen, hielt sich in letzter Minute aber zurück, da sie befürchtete, das U-Boot könnte Minen enthalten, die explodieren und die O'Bannon versenken könnten. Aber nach dem späten Sinneswandel war das U-Boot nun extrem nah dran, zu nah, um mit den Schiffskanonen sicher das Feuer zu eröffnen. Wie die Marinelegende besagt, begann die Besatzung der USS Bannon, ohne Handfeuerwaffen an Deck, das nächstbeste Ding zu werfen, die Kartoffelreserven an Deck. Die japanischen Soldaten, die davon ausgingen, dass es sich bei den Kartoffeln um Handgranaten handelte, begannen alles zu tun, um sie zurückzuwerfen, wobei sie den Kartoffeln Vorrang vor der Besatzung der 3 Zoll Deckgeschütze ihres U-Bootes einräumten. In dem Chaos hatte die USS O'Bannon Zeit, sich von dem U-Boot zu entfernen und das Feuer zu eröffnen. Bevor die japanischen Truppen es merkten, war ihr U-Boot auf dem Meeresgrund versenkt worden. Und das alles dank ein paar Kartoffeln. Nummer 2. Mondkrieg. 1958, in den Wirren des Kalten Krieges, versuchten die USA und die Sowjetunion verzweifelt, einander auf der Weltbühne zu übertreffen. Einer ihrer bedeutendsten Wettstreits um die Vorherrschaft bestand in dem Wettlauf, Maschinen und schließlich auch Menschen ins All zu befördern. Doch die Aufgabe erwies sich für die USA als schwierig und mit dem Start des ersten Satelliten, Sputnik, im Jahr 1957 übernahm die UdSSR rasch die Führung. In einem verzweifelten Versuch, den Propagandakrieg auf spektakuläre Weise zu gewinnen, beschloss die US-Luftwaffe also, den Mond mit einer Atombombe in die Luft zu jagen. Ja, im Ernst, das Argument dafür lautete etwa so: Damit hätten amerikanische Wissenschaftler nicht nur die Möglichkeit, die Auswirkungen einer Atomexplosion auf die Mondoberfläche zu untersuchen, sondern es wäre auch eine gewaltige Machtdemonstration. Denn seien wir doch mal realistisch, es gibt nicht viel Schlimmeres als eine Atombombenexplosion auf dem Mond. Doch trotz monatelanger Planung wurde das Projekt schließlich aus Angst vor einer negativen Reaktion der Öffentlichkeit und der Gefahr, den Mond für künftige Astronauten unwirtlich zu machen, verworfen. Obwohl das Projekt nie realisiert wurde, würde die ganze Angelegenheit als einer der merkwürdigsten und wohl auch dümmsten Momente in der Geschichte der USA in die Geschichte eingehen. Nummer 1. Die süßeste Rebellion. 1956 stand Ungarn unter der Herrschaft der Sowjetunion und die Dinge liefen nicht gerade großartig. Wie es für kommunistische Nationen typisch war, war die Lebensqualität schlecht und Nahrungsmittel waren knapp. Tausende von Ungarn, die der Versäumnisse ihrer sowjetischen Unterdrücker überdrüssig waren, versammelten sich in Budapest, um einen Aufstand zu inszenieren. Es war ein relativer Erfolg, zumindest in den 10 Tagen, bevor die Sowjets mit Panzern und Soldaten mit Gewehren in die ungarische Hauptstadt einrückten. Leider hatten die Ungarn keine echten eigenen Waffen und mussten improvisieren, sobald die Sowjets kamen. Sie schlossen sich zusammen und bedeckten die Straßen mit Speiseöl, Gelee und Seife, sodass sie, als die Panzer durchrollten, überall hinrutschten und keine Bodenhaftung erlangen konnten. Wenn die Panzer zum Stillstand kamen, rannten Kinder aus der Umgebung zu den Kriegsmaschinen hinüber und schmierten Gelee auf die Fenster, sodass die Fahrer nichts mehr sehen konnten. Leider hat die Rebellion nicht ganz funktioniert, aber man muss den Gedanken dahinter bewundern. Eine Idee, die so lächerlich ist, dass sie fast funktioniert hätte. Was ist deine Lieblingsgeschichte der dümmsten Ideen aus der Vergangenheit? Lass es mich im Abschnitt Kommentare unten wissen und danke fürs Zuschauen.